Hallo zurück zu Friede, Freude, Smartphone. Das ist der Kurs für Samsung-Handys und hier geht es weiter mit WhatsApp. Heute die Aufgabe 47. A. Lösche eine Nachricht. B. Leite eine Nachricht an jemanden weiter. In den letzten Videos haben wir schon jede Menge Nachrichten versendet. Heute will ich Ihnen zeigen, wie Sie Nachrichten wieder löschen und dafür gibt es in WhatsApp drei Wege. Ich öffne also WhatsApp und hier öffne ich die Kommunikation mit Anne. Und jetzt muss ich nur einfach etwas länger auf die Nachricht drauf tippen und dann erscheint hier oben schon der Papierkorb. Ich tippe auf diesen Papierkorb und jetzt habe ich die Auswahl zwischen für mich löschen oder für alle löschen. Wenn das eine Nachricht ist, die ich bekommen habe, dann bekomme ich hier nur für mich löschen. Wenn das aber eine Nachricht ist, die ich gesendet habe, dann habe ich die Auswahl zwischen für mich löschen oder für alle löschen. Was heißt das? Wenn ich etwas für mich lösche, dann ist es einfach nur auf meinem Smartphone gelöscht. Wenn ich für alle lösche, dann ist die Nachricht auch auf Annes Smartphone gelöscht. Das ist also der erste Weg, um eine Nachricht zu löschen. Der zweite Weg, um eine Nachricht zu löschen, dafür öffnen Sie wieder die WhatsApp-Kommunikation mit der Person, tippen hier oben auf die drei Punkte und jetzt wählen Sie hier die Zeile Mehr aus und jetzt können Sie diesen Chat leeren. Ich mache das mal, ich tippe hier auf Chat leeren. Jetzt wird hier noch einmal nachgefragt, möchtest du wirklich die Nachricht in diesem Chat löschen? Damit werden alle Chat-Nachrichten zu dieser Person auf meinem Smartphone gelöscht. Ich tippe hier auf leeren und damit ist der Chat mit dieser Person wieder leer. Die Person ist aber hier vorne weiterhin in meiner Liste. Die dritte Möglichkeit ist, ich bin hier vorne auf Chats und tippe jetzt etwas länger auf die Person. Und auch jetzt bekomme ich wieder einen Papierkorb. Ich tippe auf diesen Papierkorb. Chat mit Lilly löschen. Ja, ich möchte die gesamte Chat-Unterhaltung mit Lilly löschen und ich tippe hier auf Löschen und damit verschwindet die Person hier aus meiner Liste. Lilly ist aber nicht aus meinem Adressbuch verschwunden. Das heißt, wenn ich hier in meine Kontakte tippe, dann ist Lilly natürlich immer noch in meinen Kontakten. Das sind also die drei Wege, um Nachrichten zu löschen. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Nachricht weiterleiten. Und hier habe ich ein ganz schönes Bild bekommen und neben diesem Bild, da ist jetzt gleich so ein Pfeil nach vorne und das ist der Pfeil zum Weiterleiten. Ich tippe da einmal drauf, jetzt wähle ich die Person aus, an die es weitergeleitet werden soll und hier unten erscheint wieder mein Papierflieger. Ich tippe hier drauf und damit ist dieses Bild weitergeleitet und hier drüber steht auch weitergeleitet. Sie können aber nicht nur Bilder weiterleiten, Sie können auch Texte weiterleiten. Ich mache das hier mal mit einer Textnachricht. Auch hier tippe ich etwas länger drauf. Hier oben erscheinen meine Symbole und auch hier gibt es diesen Pfeil zum Weiterleiten. Ich tippe hier drauf. Jetzt suche ich die Person aus, an die ich es weiterleiten möchte. Und hier unten ist wieder der Flieger zum Absenden. Ich tippe hier drauf und damit habe ich diese Nachricht weitergeleitet. Jetzt habe ich hier oben aber nicht nur den Pfeil zum Weiterleiten, es gibt auch noch einen Pfeil zurück. Was heißt dieser andere Pfeil? Damit wird eine Nachricht noch einmal zitiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Anne hat mir ja Nachrichten geschickt und sie hat mir zwei Fragen gestellt. Wollen wir heute noch rausgehen? Was machst du am Wochenende? Ich könnte jetzt natürlich in meiner Nachricht schreiben, am Wochenende mache ich und ja, ich gehe gern heute noch mit dir raus. Aber ich kann diese Nachricht auch einfach zitieren. Ich tippe hier also etwas länger auf die Nachricht, wähle den Pfeil hier zurück, schreibe hier meine Antwort. Und schick es wieder ab. Und hier sehen Sie, jetzt wird die Nachricht noch einmal zitiert und meine Antwort steht direkt darunter. Ich mache es noch einmal. Und auch hier, die Nachricht wird noch einmal zitiert und meine Antwort steht direkt drunter. So weiß Anne, worauf sich meine Antwort bezieht. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht und Sie geben auch diesem Video einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin. Tschüss.